Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen About Me Video. Und zwar geht es heute, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel und am Thumbnail gesehen habt, um meine Zeichnung. Also ich habe, ja, wo fange ich denn an? Also ich male und zeichne irgendwie schon mein Leben lang. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Sachen, die ich euch zeigen kann, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe es mir vorher nämlich jetzt nicht angeschaut. Ich habe jetzt einfach mal irgendwie 3 Mappen gefunden, wo ich immer so meinen Zeichenkram reingepackt habe. Weil ich einfach schon früher super viele Sachen gemalt und gezeichnet habe und das hat sich so durchgezogen. In der Oberstufe war ich dann auch im ästhetischen Profil, im Kunstzweig. Das ist ja bei jeder Schule irgendwie ein bisschen anders, aber auf jeden Fall hatte ich Kunst im Abitur. Das ist eigentlich lediglich das, was es so aussagt. Und ja, weil ich glaube ich vor... Oh mein Gott, wie lange ist das her? Das war zu meiner Vlog-Reihe, wo ich in Köln war, 2015, ich guck mal kurz nach. Ja, das war vom 15.10. bis 18.10.2016. Da habe ich mal gesagt, soll ich mal ein Video machen, wo ich euch irgendwie meine ganzen Zeichnungen zeige? Wenn ihr wollt, kann ich euch eigentlich auch mal so in einem anderen Video, wenn ich wieder zu Hause bin, so ein paar Bilder zeigen, die ich so schon gezeichnet habe. Und dann habe ich es irgendwie nie gemacht, obwohl sich da viele für interessiert hatten, glaube ich. Deswegen mache ich das jetzt. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich habe eigentlich alles nur in einer Mappe gesammelt. Ich weiß nicht, guck mal, da ist schon mal nichts drin, das ist sehr gut. Das war aber auch mal Marex, also die von meinem Bruder, steht hier sogar drauf. Mit einem richtig coolen Digimon-Sticker auch noch mit Joey drauf. Voll geil. Leute, lasst ein Like da, wenn ihr Digimon feiert. Digimon ist einfach geil. So, hier ist, glaube ich, irgendwas drin. In diesem süßen Löwenordner. Aber ich weiß absolut nicht was. Oh, das ist auf jeden Fall aus der Schule. Aus meiner Weiterführenden schon. Das war im Kunstunterricht auf jeden Fall. 10. Klasse. Ja. Das ist so ein Sammelsurium. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja, gehen wir erstmal die Schulsachen durch, oder? Also hier sollten wir, hatten wir auf jeden Fall die Aufgabe, eine coole Bushaltestelle zu designen. Und das haben wir dann erst vorgezeichnet. Und wir sollten irgendwie, ja, es ging um Perspektive auf jeden Fall und Fluchtpunkte und so. Das war echt nie so mein Thema, das habe ich nie so gut hingekriegt. Aber das geht eigentlich und dann habe ich das letztendlich auch noch größer zeichnen sollen. Deswegen habe ich ein kleines Blatt irgendwie auf ein größeres Blatt geklebt. Ich weiß nicht, ob man sieht. Aber es ist eine ganz coole Bushaltestelle, weil ich mir gedacht habe, ich mache so Schaukeln als Sitzmöglichkeiten und irgendwie hing das Schild dann auch noch im Baum. Ich weiß, das ist eigentlich so mega kreativ, aber eigentlich ganz cool, oder? Ich fand irgendwie cool. Kommen wir zur nächsten Bild. Ich weiß nicht, ob ich hier noch so spannende Sachen drin habe. Hier habe ich eine aus meiner Klasse irgendwie ein bisschen gezeichnet, aber nur, ja, nur so staturmäßig. Das sieht auch nicht so geil aus. Da habe ich ein Blatt gezeichnet in der 7. Klasse, Leute. Ein Blatt aus vom Schulhof sollten wir da zeichnen. Keine Ahnung, ob man das jetzt sieht. Ja, ich finde meine Blätter, die ich so auf dem Kopf zeichne, irgendwie geiler als das. Aber ist okay. Ja, hier zu dem, wo ich meine Klassenkameradin irgendwie gezeichnet habe. Kameradin allein. Naja. Sieht aus wie ein Dude. Ja, und sonst ist hier nur ein fetter Zeichenblock drin, was geil ist. Das bedeutet, ich habe noch coole neue Blätter, die ich alle noch bemalen kann. Und ich wusste es gar nicht, dass hier noch ein Zeichenblock drin ist. Das ist ganz nice. So, und jetzt kommen wir zum großen Ordner. Ich habe da aber auch nicht, ich habe die Schulsachen, glaube ich, auch alle aussortiert, weil ich die größtenteils auch gar nicht so geil fand oder ja, die irgendwie merkwürdig waren. Aber wuhu, es ist auf jeden Fall ein bunter Ordner. Hier, wie man schon mal sieht, kleiner Sneak Peek. Wo fange ich denn an? Oh mein Gott, das sind so viele Sachen. Fange ich hinten an? Fange ich vorne an? Oh mein Gott. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach von oben. Das sind so die letzten Sachen. Den hier, den habe ich auch auf Instagram gepostet. Ich weiß nicht, wer von euch Haikyuu gesehen hat. Aber ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen, könnte man sagen. Ich habe mal versucht, hier ein Bild zu finden. Für die, die es vielleicht nicht kennen. Es ist natürlich jetzt nicht das Bild, was ich als Beispiel genommen habe. Aber das ist Nishinoya aus Haikyuu. Ich habe so ein bisschen die Haare kopiert und ja, eigentlich ein bisschen so eine ältere Version von ihm gemacht. Hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich mache sowas einfach manchmal so nebenbei, weil ich irgendwie so Anime-Figuren auch selber richtig geil zeichnen möchte, aber ich kann es halt noch nicht so gut.
Ich liebe es aber auch so, Kinder zu zeichnen oder so. Auch super cute. Hier habe ich noch, oh, hier habe ich noch was von einer Zuschauerin. Die hat mir irgendwie so Illustrationen von der Gamescom. Die hatte sie irgendwie doppelt gekauft und dann hat sie mir die geschenkt. Richtig süß. Die sind richtig cool. Ich würde auch gerne so malen können. Beziehungsweise sowas würde bei mir dann wahrscheinlich auch 80 Jahre dauern. Hier habe ich auch wieder so ein Anime-Kit gezeichnet. Das sind nur so Zeichnungen aus dem Unterricht. Geil. Ich glaube, die habe ich in der Uni gemacht. Als ich gerne mal. Also, es sind nur so kleine Chibi-Boys and Girls. Hier habe ich so eine Landschaft gemalt. Oder gezeichnet. Ich sage immer gemalt, ist auch nicht richtig. Ich glaube, da war mir auch ein bisschen langweilig. Hier wieder ein. Oh, aus welchem Anime war der nochmal? Da habe ich mich auch inspirieren lassen von dem Anime, den ich gerade geschaut habe. Ich habe mit Sicherheit davon noch einen Screenshot, blende ich mal ein. Ist, glaube ich, von irgendwas mit Prinzessin heißt dieser Anime. Ich finde ihn ganz geil, aber ist halt schon sehr, ich weiß gar nicht, wie man das Genre bezeichnet. Aber es geht eigentlich darum, dass es geht um eine Prinzessin und die sammelt sich irgendwie so Typen zusammen, die ihr helfen bei ihrer Reise und alle stehen auf sie und das ist irgendwie ganz witzig, aber sehr interessant auf jeden Fall. Ich schau mal kurz. Prinzessin Yona, genau. Prinzessin Yona. Prinzessin der Morgendämmerung. Ja, ja, ja. Vielleicht finde ich ja jetzt auch ein Bild. Ah ja, da ist der Dude. Seht ihr ihn? Oh, es spiegelt voll. Mein Fenster spiegelt voll. Da ist er. Aber ich blende ihn sonst auch einfach rein. Ist ja auch wurscht. Ich glaube, ich habe ihn auch gescreenshottet, als er in seiner Kinderversion war, als er noch klein war. Jetzt hätte ich ihn wahrscheinlich nicht so jung gezeichnet. Auch in der Uni entstanden. Sehr cute. Da habe ich, glaube ich, versucht, frei aus dem Kopf zu zeichnen. Ist ganz gut geworden eigentlich. Boah, und hier bin ich mal richtig ausgerastet. Hier bin ich mal richtig bunt geworden und hatte mal Bock, wieder richtig zu malen. Und dabei ist das entstanden. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ich liebe so diese Bäume und diese Baumbilder einfach, wo dann irgendwie so ein Mädel drunter steht oder so ein Paar oder so ein Kind oder weiß ich nicht. Ja, das ist echt ganz cool. Das hänge ich mir vielleicht auch nochmal irgendwo auf. Aber es war schon cool. Doch, das gefällt mir. Hier habe ich auch ein. Da habe ich auch versucht, irgendwie ein bisschen zu. Ich glaube, das war frei, aber das Gesicht ist ein bisschen zu lang geworden. Hier habe ich den Typen nämlich nochmal gezeichnet und das von der Seite habe ich auf jeden Fall nach einer Vorgabe ganz strikt irgendwie gezeichnet und das ist eigentlich ziemlich gut geworden. Da habe ich ihn von vorne nochmal versucht zu zeichnen und hier habe ich versucht, das so von der Seite mal freihand zu machen. Das lief eigentlich ganz gut, aber da muss man echt ein bisschen dranbleiben. Hier sind so ein paar Proportionszeichnungen. Das, ja, da hatte ich auch versucht, irgendwie nochmal so ein paar Typen irgendwie aneinander zu zeichnen. Das ist auch nicht so gut geworden. Das ist so proportional absolut für den Arsch. Der ist auch ganz cool geworden. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Der ist ganz süß. Oh, und hier ist ein Bild, was eine Freundin mal von mir gezeichnet hat. Das ist so süß. Liebe Grüße an Katharina auf jeden Fall an der Stelle. Vielleicht finde ich ja das Bild, von dem sie das abgezeichnet hat. Das ist auch echt mega süß geworden. Da hatte ich so Locken, das war vom Theater. Das ist eine Freundin vom Theater, für die Leute, die es nicht wissen. Ich spiele schon mein Leben lang Theater und mit der habe ich auch mal zusammen gespielt. Und dann hat sie ein Bild von mir gemacht beim Theater, wo ich gerade Locken hatte für die Aufführung. Und das abgezeichnet. Der ist auch ganz cool geworden. Ich zeichne, falls es euch aufgefallen ist, sehr gerne Typen. Aber, stimmt gar nicht, hier habe ich versucht, Ei zu zeichnen aus Conan. Beziehungsweise da gab es irgendwie ein ganz gutes Bild. Die Nase ist super merkwürdig geworden. Das gefällt mir auch irgendwie gar nicht so wirklich. Den hier habe ich euch damals gezeigt. Oh mein Gott, auf der Köln-Reise. Oh, da ist leider so ein. Ist leicht beschädigt von. Ich weiß nicht, was. Irgendwas hat da reingepiekst. Aber den habe ich damals gezeichnet auf der Köln-Reise. Ich weiß nicht, ich habe den noch ein bisschen weiter gemacht. Ein paar Schattierungen so gemacht, aber ich glaube, viel hat sich nicht verändert. Den hier habe ich auch mal auf Instagram gepostet. So ein kleiner Scream-Guy. Fand ich ganz cool. Auch mal ein bisschen anderer Stil. Hier habe ich
mich ein bisschen von Conan wieder inspirieren lassen. Natürlich haben da die meisten aufgeschrieben, hey, Shinichi in klein oder Conan, wie auch immer. Aber oh, das ist echt eins meiner Lieblingszeichnungen. Eine meiner Lieblingszeichnungen. Er ist so cute, ich liebe ihn, er ist so, so süß. Hier habe ich mich von Beyblade, ich weiß nicht, wer von euch damals noch Beyblade geschaut hat, ein bisschen inspirieren lassen. Kann ich euch alles ja versuchen einzublenden. Boah, das wird ein bisschen Arbeit im Schnitt, aber ja, ich finde, er ist auch ganz cool geworden. Hier wieder ein bisschen von Conan inspiriert. Unschuldiger kleiner Jungenblick. Ich zeichne echt viele Typen, oh mein Gott. Hier ein bisschen Heiji-Inspiration, aber ist nicht so geil geworden, bin ich nicht so zufrieden mit. Hier habe ich Mew gezeichnet. Ich glaube, das war auch in Köln. Ich glaube, das habe ich auch in Köln gezeichnet. Oder? Boah, ich bin mir nicht mehr sicher. Habe ich das gezeichnet? Oder als mir langweilig war irgendwann? Ich habe keinen Plan. Oh, die sind auf jeden Fall süß. Da habe ich ein bisschen Chibi probiert. Aber erstmal den hier. Oh, der ist auch sehr cool. Der im Hintergrund ist nicht so cool, aber der im Vordergrund ist sehr nice. Den fand ich irgendwie ganz stylisch, aber irgendwie ein bisschen vom Kragen her von Naruto inspirieren lassen oder so. Ich weiß gar nicht, was ich mir da angeschaut habe. Aber da ging es mir auch, glaube ich, eher um die Mimik. Ich weiß nicht, ich glaube, den habe ich relativ frei gezeichnet, tatsächlich. Woo. Hier sind meine kleinen Chibi-Versuche. Das sind, ja, die natürlich von Digimon hier, Tai und Matt. Sehr inspiriert und die anderen auch so relativ frei gemacht. Der ist sehr cool geworden, den finde ich richtig cool. Auch aus irgendeinem Anime, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber den finde ich sehr nice, den habe ich auch so halb frei gezeichnet, glaube ich. Hier habe ich einen Hasen gemalt. Da weiß ich noch, dass ich habe so ein Zeichenbuch, wo man mit so mehreren Schritten so Tiere zeichnet und da habe ich das auf jeden Fall probiert und den dann angemalt. Hier ein kleiner süßer Boy mit Strohhut. Ich glaube, da habe ich gerade One Piece geguckt und deswegen ist das dann so entstanden. Mit Kohle auf jeden Fall gezeichnet. Oh, das war auf jeden Fall einer der ersten Versuche, Anime mehr zu zeichnen mit Kohle. Ist ein bisschen abgedruckt, auch die Kohle auf die andere Seite und so, aber sieht man, glaube ich, gar nicht so. Ja, der ist so, naja, nicht ganz so wirklich förmig, aber ja, für den ersten Versuch ganz cool. Hier habe ich so eine Unterlage behalten. Kennt ihr das, wenn ihr mit Kohlekreide zeichnet und darunter ein Blatt habt und das irgendwie mit angemalt wird, dann sieht das halt irgendwie so wie so ein cooler Rahmen aus und dann wollte ich das unbedingt behalten. Habe ich aber noch nichts reingemalt oder so. Hier habe ich ein Mädel und ein Blumenfeld gezeichnet und gemalt. Da war ich einfach nur ein bisschen... Hatte ich einfach Lust zu zeichnen, was ich gerade so fühle. Also das komplett frei aus meinem Kopf entstanden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch irgendwie zeichnet oder malt. Ich liebe das tatsächlich, einfach auch mal um den Kopf frei zu bekommen, ein bisschen Musik hören und einfach mal drauf loszeichnen. Oder auch was abzeichnen, um irgendwie zu üben und neue Stile kennenzulernen. Finde ich so interessant und liebe ich. Auf jeden Fall ein Hobby von mir, was ich nicht so oft ausüben kann. Hier, weiß ich nicht, hier war ich auch wieder inspiriert. Palme, Auge und Herzen. Ich glaube, da war ich im Urlaub, ich weiß nicht genau. Da war ich im Urlaub, da war ich auf Mallorca, glaube ich. Und da habe ich ein trauriges, dunkles Bild, Urlaubsbild irgendwie gemalt mit einem Mehl, was hier ganz am Rand ist, was eigentlich fast verschwindet, was weint und aus dem Meer rausguckt und Mond. Ich glaube, ich wollte einfach was richtig Dunkles malen, zeichnen. Oh mein Gott, ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Das ist, glaube ich, eher zeichnen, weil es mit Kohlekreide ist. Schwierig. Oh, hier habe ich noch kleine Teile von der Installation aus meiner... Oh, das ist meine Abi-Zeit in Kunst. Da mussten wir alle so eine Installation machen und da habe ich eine sehr, sehr coole Installation gemacht, wie ich finde. Eine sehr private, intime irgendwie, ging viel um meine Familie und so. Für Leute, die nicht wissen, was eine Installation ist, ist halt einfach ein, im Prinzip ein Kunstwerk, wo man durchgehen kann. Ist im Prinzip 3D, also naja, ist halt irgendwie eine Rauminstallation normalerweise, dass du dann irgendwie was an der Wand hast oder so. Und dann hatte ich dann noch mein Kinderfahrrad stehen, glaube ich, und habe dann noch Sachen dran geklebt und Bilder aus meinen Kindertagen und Sachen, die ich davon aufbewahrt habe, weil ich eh alles Mögliche aufbewahre, habe ich die meisten Sachen, die auf meinen Kinderbildern sind, tatsächlich auch noch. Und das war ganz cool. Oh, hier eine Zeichnung von einer richtig süßen Freundin, was eine Geburtstagskarte geworden ist für mich damals.
auch zu Abi-Zeiten. Liebe Grüße an Anni hier, die hat für mich extra so einen kleinen Conan gezeichnet. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das seht, jetzt. Mit einer Torte, mit einer Geburtstagstorte. So, so süß. Und darunter auf Japanisch Happy Birthday noch geschrieben und so. Super süß. Ja, hier habe ich versucht, Shinichi zu zeichnen, aber es hat nicht so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob man sieht. Naja, ist eh kacke. Proportional. Hier habe ich einen mega glubschi Anime-Charakter gemalt. Ich weiß nicht, was da abging, aber er sieht ziemlich creepy aus mit seinen Riesenaugen. Aber irgendwie fand ich es cool. Boah, hier hatte ich, glaube ich, Streit mit meiner Mama und es ist ein bisschen eskaliert irgendwie. Ich war irgendwie sehr aufgewühlt und habe eine Stadt gemalt, die in Flammen steht und mich mit zerrissenen Klamotten, die irgendwie Wunden hat am Körper und irgendwo weiter weg steht und die Stadt abfackeln sieht und okay. Ein tiefer Blick in meine Seele, alles klar. Ja, was habe ich denn hier noch, was man so zeigen kann? Das waren eigentlich nur so ganz random Sachen. Boah, das war, glaube ich, so eins mit der ersten Sache, die ich auch gezeichnet habe. Die war auch frei und es war auch so Riesendinger zu zeichnen, ist eh super schwierig und dann proportional auch noch richtig. Das ist auch richtig wack geworden. Trotzdem alles aufbewahrt, weil ich es auch super spannend finde, wie man sich entwickelt. Das sind natürlich jetzt eher die Sachen, die ich... Ah, guck mal, der ist ganz cool geworden. Das war der, den ich vorhin schon gezeigt habe, nur habe ich versucht, den einfach nochmal zu zeichnen. Boah, das war, glaube ich, auch aus dem Anime. Das erinnere ich mich erst. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer hieß. Den habe ich auf jeden Fall auch versucht, frei zu zeichnen, aber der hat einen super komischen Ballkopf bekommen. Ich weiß nicht. Aber diese großen Bilder, da verliert man auch ein bisschen den Überblick für Proportionen, finde ich. Das ist sehr, sehr schwierig. Da einfach nur wieder meine Kreativität freilauf gelassen irgendwie. Oh, der ist auch sehr cool. Den habe ich auch relativ am Anfang gezeichnet. Oder eigentlich ziemlich am Anfang, der ist schon älter. Den habe ich auch gepostet. Den finde ich auch ziemlich nice, muss ich sagen. Dem bin ich auch sehr zufrieden und oh, er ist so süß, Leute, ihr glaubt es nicht, er ist so, 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 so süß. Er ist von Anohana, glaube ich. Da habe ich ihn, glaube ich, von abgezeichnet. Ich fand es so cute, wie er da stand mit seinem verwehten Shirt und ich wollte unbedingt auch so zeichnen können. Und dann habe ich ihn einfach nachgezeichnet. Der ist echt ganz cute geworden. Hier musste ich mich für einen Kunstunterricht, glaube ich, habe ich gesagt, gehe ich irgendwie in die Anime-Richtung. Ich weiß nicht, ob das ein Vortrag war oder so. Oder wir sollten uns irgendwie eine Stilrichtung aussuchen. Und dann wollte ich mich als Anime-Figur zeichnen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ha, ist so semi-gut geworden. Auch wieder sehr große Dämonenaugen. Dämonenaugen, nicht Dämonenaugen. Ja, da habe ich auch wieder eine Klassenkameradin gezeichnet und einen Klassenkameraden. Ist auch so, naja. Hier auch. Oh, hier mussten wir in so einem Schraffierungsstil, in so einer richtig ekligen Hand zeichnen. Alles aus dem Kunstunterricht. Die ist sehr, sehr wahr. Oh, und da haben wir, boah, wie heißt das noch? Irgend so eine Druckart gemacht. Also wir hatten so, ich weiß es nicht mehr. Das war ein längerer Prozess auf jeden Fall. Da war ich noch mit einem Kumpel bei mir zu Hause und dann haben wir verschiedene Teile von unserem Gesicht und so fotografiert und uns in verschiedenen Positionen fotografiert. Da mussten wir davon eine Collage machen und das auf einen Zettel kleben. Und da mussten wir da draus irgendwie aus so eine Schablone kratzen, also die Umrisse davon auskratzen und das alles so zusammengesetzt. Und letztendlich haben wir das dann mit so einem... Ich weiß nicht, was das war. Es war nicht Tinte oder so. Das war irgend so ein Druck. Nee, Farbe war das einfach, die man dann da so reingemalt hat in die Schablone. Und dann hast du die Schablone auf Papier und dann hattest du das gedruckt. Und das ist echt ein bisschen creepy geworden, Leute. Aber es ist halt auch irgendwie cool. Also es ist halt mein Auge, mein Mund und so Sachen. Das ist sehr interessant auf jeden Fall geworden. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant.
was man da so gezeichnet hat. Auch eine Klassenkameradin wieder gezeichnet. Oh, mich mit ganz vielen Schraffierungen, ganz, ganz gruselig, merkwürdig wieder. Ja, wir mussten uns auch oft selber irgendwie zeichnen. Das sind ganz viele Sachen noch zu meiner Installation. Hier musste ich mein Kinderfahrrad, habe ich es auch, musste ich nicht, war meine Idee, mein Kinderfahrrad zu zeichnen, weil ich es da ja ausgestellt habe und dann habe ich das da noch aufgeklebt und so. Ach, die Installation war ziemlich nice. Hier sind noch ganz viele Texte und sowas, die ich auch bei meiner Installation mit aufgehangen hatte. Nice. Ich habe für die übrigens auch eine 1 bekommen. Also, ich bin zu Recht zufrieden mit der. Ja, da mussten wir irgendwie so Sachen zeichnen, perspektivisch und so, ist alles nicht so spannend. Oh, hier ist ein Druck, hier ist ein Druck, den wir gemacht haben, so mit Farbe und so von diesem Augendings. Ach, Kunstunterricht war schon ziemlich nice. Ah, hier ist eine Collage von meinem Klassenkamerad, die zeige ich jetzt wohl nicht. Aber ist auch sehr geil geworden. Und hier haben wir das auch eigentlich ganz cool, aber ist nicht so mega gut geworden. Haben wir mit Tinte gezeichnet, also auch mit Feder und so. Das war echt interessant. Das war echt cool. Da mussten wir irgendwie so einen Seemann malen. Ich glaube, das ist sogar ein bekanntes Bild, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Der ist so mittelgut geworden. Bin ich so mittel mit zufrieden. Aber es ist auch echt nicht so einfach, mit Feder und Tinte zu malen, zur Verteidigung. Oh, hier auch noch so ein Exemplar. Ist noch irgendwas Geiles? Hier auch noch so ein Exemplar mit Tinte, das war von meiner Klausur auch, aber alles nicht so spannend, Leute. Oh, hier ist die Collage von meinem Kumpel mit, wie ich seine Augen und so zusammengesetzt habe. Das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig, Leute, ganz, ganz merkwürdig. Lassen wir das. Da war wieder Perspektive am Start, musste ich eine Schüssel abzeichnen, richtig spannende Sachen, ich sag's euch. Also ich glaube, es wird auch nicht mehr besser jetzt. Ah, da war ich in der 11. Das ist ja gar nicht so lange her. Aber naja, ihr müsst doch bedenken, wir hatten ja auch nicht so viel Zeit immer im Kunstunterricht. Ne? Man hat ja auch ein bisschen Zeitdruck. Hier mussten wir ganz viel mit Fluchtpunkten arbeiten und so eine Sporthalle zeichnen irgendwie. Und dann mussten wir da noch Leute reinsetzen nachträglich und sowas. Das war auch richtig kacke, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Das fand ich super schwer, man musste so oft irgendwas wegradieren und so. Das war richtig nervig. Ich sortiere das mal kurz wieder ein bisschen ein. Und dann erzähle ich euch, was meine Favorites davon sind. Also, großes Favorite ist auf jeden Fall der kleine Boy hier. Und den mag ich auch sehr gerne. Oh, ich habe ganz vergessen, hier habe ich was mit Tinte ausprobiert. Da hatte ich einfach noch so eine viertelvolle Patrone, die ich irgendwie leer machen musste. Und dann habe ich gedacht, komm, nehme ich mal ein weißes Blatt Papier und lass meiner Kreativität ein bisschen freien Lauf. Den finde ich auch ziemlich cool. Und natürlich All-Time-Favorite, der kleine süße Fratz hier. Er ist so süß. Auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Den finde ich auch ziemlich gut geworden eigentlich. Ich mache halt tatsächlich, wenn ich Anime gucke, ganz oft einfach einen Screenshot und will es nachher dann irgendwie in der Stilrichtung zeichnen. Und das mache ich dann ganz oft. Und dann gucke ich immer meine Screenshots, was will ich denn heute zeichnen? Und dann zeichne ich das. Der ist auch sehr cool geworden. Den mag ich auch so sehr gerne. Den habe ich auch irgendwie nicht nochmal so hinbekommen. Den mag ich auch sehr, sehr gerne hier, den Boy. Und das auf jeden Fall, weil ich, das ist noch gar nicht lange her, das war halt erst vor ein paar Monaten, als ich das gemalt habe. Und das hat einfach Spaß gemacht, irgendwie mit Schwamm und einfach ganz viel verschiedene Farben drauf batschen und irgendwie das Weiße, das sind ja alles so Servietten. Also das hat echt Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall meine liebste Uni-Zeichnung, kann man sagen. Damit war ich sehr zufrieden. Und ja, ich würde sagen, das war es eigentlich so. Der hier ist auch ganz cool geworden. Von Haikyuu. Der Nagisa. Ansonsten, ja, ist der Rest okay, aber naja. Moment, bevor ich das Video beende, ich habe diese beiden Bilder von mir ganz vergessen. Die habe ich in meinem Zimmer aufgehangen. Ja, das sind mehr so Leinwände. Mehr so allein, das sind Leinwände. Und da habe ich mich mal ein bisschen mit etwas mehr Farbe ausgetobt. Hierzu wurde ich auf jeden Fall durch Animal Crossing irgendwie inspiriert, weil ja, ich irgendwie Bock hatte, was mit einer Insel und sowas zu malen. Und ja, so ist das entstanden. Ich kann auf jeden Fall noch sehr, sehr viel lernen und sehr, sehr viel üben, was auch Zeichnen von Anime-Charakteren angeht und so. Will auch noch sehr viel lernen. Ich liebe das. Das macht super viel Spaß. Und
Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Update-Video von meinen Zeichnungen. Alle, die dann irgendwie neu dazugekommen sind. Aber das wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Da muss ich echt noch mal ein bisschen zeichnen. Aber vielleicht habe ich ja jetzt auch in der Quarantäne ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht habe ich ja noch ein paar Zeichnungen. Und dann lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ihr Bock habt auf mehr solche Videos. Oder irgendwie über meine Hobbys. Oder allgemein einfach vielleicht auf ein Part 2 oder ein Update-Video zum Zeichnen in einigen Monaten. Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten ja, hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Klickt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Und ciao. Tschüss.